Wir dürfen angesichts der Krise, die wir in Europa haben, angesichts der Befürchtungen, kommen wir gut durch den Winter, eins nicht vergessen. Die Hungernden der Welt. Die neuesten Zahlen der Welthungerhilfe sagen, 824 Millionen Menschen wachen morgens auf und wissen nicht, was sie essen sollen. Das können wir nicht akzeptieren. Es ist unsere Verantwortung als Grüne, gegen diese Welthungerkrise anzugehen. Klimakatastrophen sind ein Grund. Putins Angriffskrieg ist der andere Grund. Putin verwendet Weizen als Waffe. Er verursacht Hunger und versucht deshalb, damit die Welt zu destabilisieren. Da müssen wir ganz klar dagegen steuern. Das dürfen wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Und Hunger hat viel mit Armut zu tun, das ist völlig klar. Und es ist auch eine Verteilungsfrage. Ich meine, auch wenn bei uns in Europa die Brötchen teurer werden, es wird in Europa keiner Hunger leiden müssen. Aber wir müssen sehen, dass mit der Verteilungsfrage sich die Frage stellt, wo geht eigentlich das Getreide hin? Und da müssen wir kritisch auf Europa schauen. 60% unseres Getreides gehen in den Futterdruck. Weitere 20% verarbeiten wir zu Agrotreibstoffen. Und nur der Rest dient unserer Ernährung. Das ist auf Dauer nicht akzeptabel. Das können wir der Welt nicht zumuten. Und dazu leisten wir uns noch eine gigantische Verschwendung von Lebensmitteln. Deshalb ist es so extrem wichtig, dass wir dieses europäische Agrarsystem endlich reformieren. Wir als Grüne, auch in der Verantwortung für das Ministerium, müssen dafür in Europa kämpfen. Das ist unsere große Aufgabe, die wir vor uns haben. Und eins muss ich noch sagen. Ich glaube, wir müssen auch die ganz klar benennen, die auch an dieser Krise profitieren. Wir haben 4 große Weltkonzerne, die 90% des Agrarhandels kontrollieren. Da brauchen wir Transparenz und diese Unternehmen müssen wir in die Verantwortung zwingen. Es kann nicht sein, dass diese Unternehmen im Grunde genommen über die ganzen Reserven verfügen und wir nichts haben. Wir müssen nicht nur Gasspeicher voll machen, wir müssen auch Getreidespeicher in der Welt voll machen, damit alle Menschen genügend zu essen haben. Eins noch. Der Antrag beschäftigt sich auch mit Spekulationen. Ja, es wird viel darüber geredet, wie viel Prozent ist denn eigentlich am Getreidepreis Spekulation bei den Preiserhöhungen? Ich sage 30%, das sagt nicht nur ich, das sagt Oliver de Schutter, sondern Beauftragter der UNO. Es sind 10-mal so viel Gelder in Agrarfonds investiert worden, einfach mit dem Hinweis darauf, Leute, das Getreide wird teuer, es wird knapp, da könnt ihr jetzt Geld verdienen. Und es muss Schluss sein mit dieser Spekulation. Diese Spekulationen müssen wir politisch verhindern. Martin, du kommst zum Schluss, bitte. Und deshalb bitte ich euch, den Antrag zu unterstützen, dass wir auch Verantwortung übernehmen für die Menschen, die nichts zu essen haben. Vielen Dank.